Hallo Hansa-Fans, Pelle Pelzer, Ronny Marcos, Sascha Schünemann, Kai Schwertfeger, Sherwin Rajabalifadi und Mika Sumusalo. Die Liste der Namen, die sich bei uns auf der Linksverteidigerposition beweisen durften in den letzten Spielzeiten, die ist lang. Bei Hansa im Team stellen wir nun den jungen Mann vor, der ein bisschen Konstanz und hoffentlich auch ein bisschen Erfolg dahin zurückbringen soll. Herzlich willkommen, Christian Duda Dorda. Ja, da muss er schon schmunzeln, weil der neue und vielleicht noch nicht ganz so beliebte Spitzname hier gleich präsentiert wurde. Magst du unseren Fans erzählen, wie denn diese brillante Wortschöpfung entstanden ist? Unglaublich. Tobi Jenicke, das ist unglaublich. Unglaublich. Ja, wir waren bei der AOK, hatten wir, glaube ich, so einen Sponsorentreff und sollten ein paar Spieler mal vorbeikommen. Und ich war gar nicht gefragt. Ich habe eine Fahrgemeinschaft mit Tobi und mit dem Schuh. Und habe auf die gewartet, wusste nicht, wo die waren. Ich gehe rüber aufs Feld und sehe sie dann und gehe da hin und sage dann, ja Jungs, kannst du noch mal 5 Minuten mit unterschreiben? Ich so, ja, kein Problem, ich bleib hier. Und dann auf einmal wurden dann die Spieler vorgelesen von dem Moderator und ich hieß auf einmal, ja, hier, wir haben einen neuen Spieler da, Christian Duda. Und dann war Tobi auf 100% und sagt, das muss ich mir merken. Und am nächsten Tag direkt zum Trainer gelaufen. Der Spitzname muss bleiben. Spieler- und Trainerteam wissen du Bescheid. Die Fans jetzt auch. Wir gucken mal, ob du da noch aufzuhalten bist. Ne? Du bist geboren am 6.12.1988. Und da habe ich gedacht, oh Mensch, früher habe ich immer die armen Kinder bedauert, die Ostern, Nikolaus oder Weihnachten Geburtstag haben. Die klauen dir doch einen Geschenketag. Hast dich da nie geärgert über das Datum? Das Datum vergisst man ja nicht, ne? 6.12. Das ist ein schönes Datum. Was kriegt man denn zu Ostern? Zu Ostern kriegst du ja ein bisschen Schokolade. Ich habe immer früher sehr viel Kinderschokolade bekommen und deswegen bist du dabei hängen geblieben, bin ich, ne? Dabei hängen geblieben, genau. Ja. Nach unbestätigten Überlieferungen bist du ja als 7-Jähriger mit dem SC Wegberg auf Borussia Mönchengladbach getroffen und hast direkt nach Abpfiff bei Gladbach unterschrieben. War es so? Nicht direkt, aber es war wirklich so. Wir hatten ein Testspiel, weil Gladbach-Wegberg ist natürlich nicht weit voneinander entfernt. Haben leider 3-2 verloren. Und dann hieß es nachher vom Trainer, ja, magst du nicht vorbeikommen, ein bisschen mitzutrainieren, hast du nicht Lust? Und ich so, ja, wenn es sein muss, gehe ich mal rüber. Wenn es sein muss. Hab mittrainiert und wollte eigentlich nicht wechseln, weil ich, ja, wollte lieber mit meinen Freunden, wie das so ist, halt mit seinen Freunden zum Fußball spielen. Und dann habe ich mich trotzdem entschlossen, doch nach Gladbach zu wechseln. Und was dann folgte, waren ja nur 15 Jahre Gladbach, 15 Jahre da gespielt mit allen Höhen und Tiefen, die man sich vorstellen kann. Und egal, wo man danach hingeht, so ein bisschen Fohlen im Herzen bleibt man doch dann immer, oder? Es ist mein Club, es ist mein Verein und den werde ich, glaube ich, nie in meinem ganzen Leben vergessen. Da bin ich groß geworden, habe alles miterlebt, so gut wie nur Höhen, wenig Tiefen, ganz, ganz wenig Tiefen und das ist mein Club. Mhm. Und mit einer deiner Trainer und Förderer da, Hans Meyer, ja auch schon ein Unikat in der Trainerszene. Und von außen betrachtet können wir Fans eigentlich gar nicht so entscheiden, harter Hund oder coole Sau. Wie würdest du ihn da? Ich würde eher harter Hund sagen. Tatsächlich, ja? Sehr, ja. Coole Sprüche, aber ja. Da steckt noch ein bisschen mehr dahinter, muss man sagen. War ein sehr, sehr harter Trainer, viel Disziplin, aber ein total fairer Trainer. Und er hat ja auch erlaubt, nebenbei an deiner Gesangskarriere zu arbeiten. Ja, ich wusste, dass das wieder was kommt. Ja, ich dachte, jetzt weißt du gar nicht, worum es geht. Ich wusste es. Traumhaft. Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Denn Döner macht schöner. Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Ich habe nichts zum Fressen. Ja, ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Also, wenn man das auf so einer öffentlichen Veranstaltung singt, ja, da muss man schon Eier haben. Gezwungen, oder? Ich. Gezwungen, das sieht auch so gezwungen aus. Ja. Wie kam das, was war das? Das für war, ich glaube, Saisonvorbereitung und letzter Tag. Und dann gibt es ja, glaube ich, so ein Familienfest für alle Fans. Und ich war damals noch sehr jung. Und musste dann mit dem Toni Janschke zusammen auf die Bühne und durfte dann performen. Ja, also das war aber auch dein einziger Auftritt und Musikkarriere ist nicht geplant. Ach, ich glaube, das sollte ich lieber lassen. Okay. Fürth,
Almelo und Utrecht waren deine Stationen nach Gladbach. Interessantes Detail am Rande, in Utrecht lag gar keine Spielgenehmigung für dich vor. Wieso das? Das war ganz schlimm. Ja, es ging alles relativ schnell. Am letzten Tag, 31. Januar, glaube ich, war der Wechsel erst vollzogen worden. Und dann sollte ich eigentlich zum ersten Spieltag genehmigt werden. Aber alles ein bisschen zu spät. Ich glaube, bis 12 Uhr muss alles eingereicht werden. Und es ging, glaube ich, nach 12 wurde es eingereicht. Und dann bin ich leider fürs große Derby damals, Utrecht-Amsterdam, nicht spielberechtigt gewesen. Okay. Spielgenehmigung hier in Rostock liegt laut Uwe Klein aber vor. Wir haben das nochmal gecheckt. Insofern spricht ja nichts gegen dein Startelfdebüt gegen Bremen 2. An Bord der Kogge hast du angeheuert. Wie bist du hier überhaupt auf Rostock gekommen? Ja, durch den Uwe Klein. Mein Ziel war es unbedingt wieder nach Deutschland. Ich habe jetzt wirklich 3 schöne Jahre im Ausland gehabt, schön gelernt. Also es war echt eine schöne, schöne Erfahrung. Und ich wollte unbedingt auch wieder zurück nach Deutschland, auch wenn ich mein letzter Club deutlich näher zu Hause war, als Hansa natürlich ist. Ich glaube, den Namen Hansa Rostock kennt jeder in Deutschland. Es ist ein Riesenclub, ein Traditionsverein. Ich war bei einem riesengroßen Traditionsverein in Gladbach und das fiel mir dann auch nicht schwierig, nach Hansa zu kommen. Viele verschiedene Trainer, verschiedene Vereine. Und erinnere dich mal zurück, wie viele Trainer haben dich bisher mit einem Messgerät um die Brust spielen und trainieren lassen? Das waren nur einer vor mir, glaube ich. Nur einer da. Und ich frage mich immer, ihr habt ja diesen Brustgurt da, man sieht das ja. Was misst das Ding eigentlich? Kalorien oder was zählt das da? Ich glaube nur den Puls und das soll dann zeigen, wie ob du wirklich Gas gibst im Training oder ob dich ausruhst. Ah, vielleicht noch so ein kleines Diktiergerät, wenn man irgendwie den Trainer meckert oder so, dass dann Uwe Ehlers hinterher auswerten muss. Ah, ob man sich anstrengt, gut. Genau. Wir haben ja hier vor kurzem Matze Henn im Interview gehabt und bei ihm war das so, dass er als Stürmer angefangen hat und Jahr für Jahr zurückgerutscht ist. Aber bei dir war das ganz ähnlich, habe ich gelesen. Ja, ich glaube, Linksfuß, immer links vorne gespielt. Wollte auch da bleiben, hat nicht ganz funktioniert. Leider ist natürlich immer, wenn du Linksfuß bist, ist es immer schwierig, vorne zu bleiben, außer du bist ein richtig, richtig guter. War leider nicht so. Und dann wurde ich natürlich von Jahr zu Jahr zurück dirigiert. Nachher war ich halt Mittelfeldspieler, Sechser und dann auf irgendwann Linksverteidiger. Und Linksverteidiger sind aber ja, gute Linksverteidiger sind auch selten, ne? Also muss man dazu sagen. Das stimmt. Neben der Stammposition links hinten noch eine andere Position, die du aktuell auch gerne spielen würdest oder die bevorzugst? Ich habe oft links Mittelfeld gespielt in der Raute. Habe das lange gespielt, jetzt echt lange nicht mehr, weil überwiegend halt Linksverteidiger gespielt habe. Grob könnte ich das noch spielen, aber ich bevorzuge doch Linksverteidiger. Also Hauptposition Linksverteidiger, Nebenposition linkes Mittelfeld vielleicht, mit Stärken im Zweikampf, Schnelligkeit und Vorwärtsdrang und mit einer ganz leichten Schwäche im Kopfballspiel. Ja, das ist nicht gerade mein bestes Attribut, würde ich sagen. Da bin ich schon sehr, sehr schwach. Ja, aber du hast ja lange Kerls dann neben dir, die da dann immer aushelfen können, ne? Bist du eigentlich alleine nach Rostock gekommen oder mit Partnerin? Mit Partnerin und Kind bin ich hingekommen. Die sind natürlich jetzt momentan noch in Mönchengladbach. Aber werden dann jetzt bald die nächsten Wochen zu mir stoßen. Und zur Familie gehört ja auch eine kleine Möpsin, sagt man das so? Mopsfrau? Also die gehört auch mit dazu. Die gehört dazu. Ich habe einen kleinen, schönen, dicken Mops. Ja. Ja. Und diese Mopsdame, sage ich jetzt mal, die hat hier sich nach kurzer Zeit aber auch schon die große Liebe in Rostock gefunden. Ja, vom Toni Jenicke. Der hat auch einen Mops Pablo natürlich und die sind schwer verliebt. Ja. Da wird schon die Hochzeit geplant, glaube ich. Also irgendwie, es kann eigentlich keiner mehr wegwechseln hier. Die beiden kann man nicht mehr trennen, ne? Nee, als wir natürlich gestern beim Spiel waren und ich konnte meinen Hund nicht so lange alleine lassen, hat Tobi gesagt, kein Problem, ich versorge den Hund. Ja. Ist schon klar. Ja, also falls es da ein Happy End gibt mit vielen kleinen Möpsen, ja, also kannst dich vertrauensvoll an Hansa TV dann wenden. Alles klar. Ja. Jede Saison gibt es ja in Rostock neue Spielkleidung und du durftest ja bei der Präsentation mit dabei sein. Entspricht das so deinem Geschmack oder was sagst du zu unseren neuen Shirts? Sie sehen gut aus, alle Farben vertreten. Ich bin eher für das Blaue in der Mitte. Aber Rot können nicht viele tragen, aber es ist
aber ist doch ganz schön. Ja, das Blaue trägst ja zumindest in der Hälfte aller Spiele dann. Ne? Genau. Aber wenn man jetzt auf das Foto auch da mal genau guckt, du bist ja auch so ein Tattoo-Fan, ja? Also es lugt ja da so unter dem Arm hervor. Irgendwie eine besondere Bedeutung oder so, die Tattoos da bei dir haben? Ja, ich finde es erstens, ich finde es schön persönlich. Ich habe viel meiner Familie drauf tätowiert, habe mein Herkunftsland tätowiert, habe einen wichtigen Spruch in meinem Leben tätowiert, der mir sehr zusagt. Jeder ist seines Glückes Schmied. Genau. Damit jeder für sich selber verantwortlich, genau. Okay. Ich bin ja froh, also in den Vorbereitungsspielen hatten wir auch weiße Trikots mit bei, war ich aber ganz froh, dass das nicht Haupttrikots wurden, weil wäre ein bisschen ungünstig vielleicht bei dir. Bist du so ein Spieler, der jeden Grashalm ummäht oder war das ein ganz besonderes Schlammspiel da? Oh, das ist aber echt jetzt... Ich kann mich nicht an das Spiel erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so wie du da aussiehst, ja, also da musst du schon ordentlich gekämpft haben da. Ja, das stimmt. Kommt nicht so hervor, weil ich glaube, es muss ein Auswärtsspiel gewesen sein, weil zu Hause spielen wir auf Kunstrasen. Das war noch zu der Zeit. Mhm. Also es müsste, ich glaube, Twente Enschede gewesen sein. Es war auch aus dieser Zeit zumindest ist das Bild da, ja. Als Vorbild hast du einmal angegeben Vicente Lizarazu. Warum dieser Spieler? Das ist schon lange her, aber ich ein fantastischer Spieler, finde ich. Kann links wie rechts spielen, läuft, kämpft, Vorbild als Profi. Und deswegen, seine Attribute waren echt einem Profi würdig. Er war ja Linksverteidiger viele Jahre bei Bayern und hat sich aber mal beklagt, dass er irgendwann keinen Bock mehr hatte, mit nach vorne zu laufen, weil er nie einen Doppelpass wiederbekommen hat. Kennst du solche Mitspieler in deiner Karriere, die den Linksverteidiger hinter sich ignorieren? Noch nicht. Ich hoffe, ich lerne sie nicht kennen. Ja. Das heißt also, mit dem Bickel und mit dem Jenike, die spielen schon ab, ja? Die spielen ab, ja. Diese Mannschaft die nicht. Sehr gut. Spielst du eigentlich lieber heim oder auswärts oder ist dir das völlig Schnurz? Ich spiele lieber zu Hause. Also ich mag lieber Heimspiele. Aber ich sehe da keinen Unterschied zwischen Heim- und Auswärtsspielen, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, ich habe auch gehört, dass Hansa viele Auswärtsfans mitkommen und es ist ja, glaube ich, dann, wenn man zum Beispiel gegen eine zweite Mannschaft spielt, wird es eher ein Heimspiel als ein Auswärtsspiel sein. Ich glaube, nächste Saison könnten 38 Heimspiele dann für dich sein, ja. Das könnte passieren. Ich frage auch so deshalb, weil so Auswärtstore vor dem wütenden Heimpublikum zu erzielen, sind ja auch nicht so unbedingt so schlecht, ne? Also. Wenn man da mal ganz genau hinguckt. Zumindest bist du damit auf den Bildern. Das war... Die waren nicht ganz zufrieden, die Fenster. In Rotterdam, genau. Das war 1-0, glaube ich, gewonnen. Schönes Spiel. Hab leider nicht gespielt. Aber beim Jubeln warst du dann. Ich war gut, da war ich ganz vorne dabei. Ja, und wäre natürlich so ein Türchen in Dresden, Halle oder Cottbus, also könnte zu ähnlichen Reaktionen des Heimpublikums führen dann. Ne? Solange 3 Punkte natürlich bei uns bleiben, ist alles recht. Passt. Hast du dich eigentlich schon so mit der Liga vertraut gemacht hier oder lässt du das alles erst auf dich zukommen von Gegner zu Gegner? Ich habe mich noch nicht hundertprozentig schlau gemacht. Ich kenne die dritte Liga nicht. Weiß aber auf jeden Fall, dass es viel mit Kampf zu tun hat, viel mit Robustheit zu tun hat und ich denke, da sind wir auch gut gewappnet. Wir haben eine starke Truppe, wir haben robuste Mann, robuste Spieler und wir werden versuchen zu dominieren und die Punkte nach Hause holen. Ja, man hat schon gesehen, also nicht nur robuste Spieler, sondern auch dieses neue Pressing in den Spielen, was man gesehen hat. Ich habe hinterher mit dem Fugger von Hertha 2 gesprochen, der sagt, wir wussten gar nicht, was wir mit dem Pressing der Rostocker anfangen sollten. Die haben uns richtig überrannt. Das könnte ja so eine neue Taktik in der kommenden Saison sein da, ne? Ich denke auch, das ist natürlich wichtig, wenn du die Situation gut siehst und früh presst und schon früh den Ball eroberst in der gegnerischen Hälfte. Hast natürlich echt geringere Zeit und dann hast natürlich mehr Glück, dann schnell umzuschalten und die Gegner zu überraschen. Und ich glaube, das ist unser Ziel. Je näher du den Ball halt am gegnerischen Tor hast, umso schneller kannst du natürlich ein Tor erzielen. Und das ist natürlich unser Ziel. Mhm. Betreibst du eigentlich noch andere Sportarten außer Fußball so nebenbei? Nee, nicht mehr. Gar nicht? Auch hier so im Verein oder so untereinander macht ihr nichts? Ja, Tischtennis. Ich hoffe, der Matze hat nicht irgendwas erzählt. Ich weiß nicht, also zumindest steht im Funktionsbereich für die Profis steht ja ein Tischtennistisch, wo ihr euch dann betätigen könnt. Ja. Ne? Und
Einer deiner bisherigen Gegner beim internen Team-Tischtennis sagte, Duda hat schon einen ganz ordentlichen Schlag drauf, aber er spielt nur mit so einem ollen Stullenbrett. Da hat er keine Chance gegen uns. Ja, und da setzen wir von Hansa TV an. Ja, also das wird sich zukünftig ändern. Wir haben also keine Kosten und Mühen gescheut, ja? Und haben diese sensationelle Profikeule für dich organisiert. Vielen, vielen Dank. Die spielt alleine. Du brauchst sie also wirklich, brauchst sie nur festhalten, okay, dabei. Also die Siege da unten im Funktionsbereich, die sind garantiert. Ja, Christian. Viel Erfolg beim Tischtennis, viel Erfolg bei der Mopszucht, aber vor allen Dingen viel Erfolg auf dem Platz mit und für den FC Hansa Rostock. Ich hoffe, dass wir zusammen viele Siege bejubeln können. Herzlich willkommen an Bord der Kogge. Dankeschön. Ja, das war Hansa Intim, der Live-Talk aus dem Fanhaus mit Christian Duda Dorda. Schön, dass ihr hier wart. Prima, dass ihr zu Hause eingeschaltet habt. Bis demnächst von dieser Stelle. Ahoi.